Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Grandia. Ja, das wird der vorletzte Part dieses Let's Plays sein. Wir sind jetzt hier in Gaia innen drin und hier gibt es noch so ein paar Items, aber auch so ein paar nervige Angelegenheiten. Was ist das hier? Tränenstein. Komm, Gegenstand weglegen. Auf diese Schleimfritzen habe ich eigentlich keinen Bock. Ich versuche denen mal irgendwie zu entgehen. Ich werde hier wahrscheinlich nicht alle Items mitnehmen. Da habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Rap. Fire Dance, genau, Rap. Alter Falter. Das war ja wohl kein bisschen heftig. Oh, Justin, der macht echt gut Schaden, muss man sagen. Naja gut, bei ihm werden es jetzt nicht mehr allzu viele Dinges dazukommen, allzu viele Trefferpunkte. Rap hat jetzt auch Fina nach ihrer Pause, wo sie jetzt nicht in der Gruppe war, überholt. Ja. Boah, hier sind hier überall diese Viecher. Ich habe keinen Bock auf euch. Ach. Ficken. Ficken, weil diese Gaia-Schleimfritzen, die bringen halt kaum Erfahrungspunkte. Das ist voll nutzlos, gegen die zu kämpfen. Wir machen einfach mal eine Schockwelle, um die meisten zu töten, würde ich sagen. So, der vor Säuregas, na gut. Der macht halt dann Säuregas. Okay, also mit Waffen scheint man die nicht so gut beikommen zu können. Bis auf Justin, der halt ziemlich OP ist. Aber gut, so ist das halt. Es gibt leider schlechte Nachrichten. Ich weiß nicht, ob ich das Dinges Let's Play, das hier ist übrigens ziemlich nervig. Muss man nämlich hier immer in einer bestimmten Reihenfolge die Dinges aufmachen. Jetzt gibt's jetzt die da. Ich würde eigentlich gerne das bekommen, was da in der Truhe drin ist, aber ich habe keine Ahnung, wie man das bekommt. Da, wahrscheinlich gibt's halt für die Truhe eine ganz bestimmte Kombination, die man machen muss, aber ich habe halt keine Ahnung, wie die aussieht. So, aufteilen wollen wir nicht. Ja, Formel 1. Es gibt schlechte Nachrichten, insofern, dass ich jetzt gemerkt habe, dass das Spiel in den Rennen ziemlich rumleckt. Und da sind auch so komische Grafikfehler dabei. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie fixen kann durch irgendwelche anderen Grafikeinstellungen, was weiß ich. Muss ich mal schauen, wenn nicht, dann muss ich mir halt was überlegen. Auf jeden Fall so ist das halt echt mega nervig, weil es halt auch irgendwie im Rennen stört, wenn das immer so rumleckt. Bock auf euch. Ich habe keinen Bock auf euch. Ernsthaft. Ach komm. Ich glaube, ich lasse das jetzt bleiben, weil ich habe keinen Bock. Ich weiß nicht, was die Kombination ist und das geht mir einfach auf die Nerven, da jetzt hier so ein Scheiß da zu machen. Machen wir mal einen Seitenwurf, damit die tot sind. Jawohl,
Das war's. Ja, ansonsten habe ich jetzt für nächste Woche Montag endlich mal einen Termin beim Friseur gekriegt. Was sehr nice ist, weil ich es echt nötig habe und ich dann jetzt endlich mal mit meinen Dinges anfangen kann. Mit meinem Video über Big Brother, was ich eigentlich schon lange machen wollte. Du bist dran, jawohl, der Gaia Dings die Pieprich. Ich würde sagen, Justin macht mal einen Drachenspalter, komm, damit die schnell weg sind. Ja, das Let's Play neigt sich dem Ende entgegen, also echt unfassbar. Freitag werde ich den letzten Part aufnehmen, also übermorgen. Und ja, das ist doch eigentlich ganz nett. Dass jetzt auch dieses Let's Play beendet ist, dann muss ich mich mal, gut, dann werde ich dann einige Parts sozusagen im Voraus haben. Da muss ich mich mal beschäftigen hier, wie es dann weitergeht. Okay, hier ist wieder irgendwie irgendein Item. Gehen wir da erstmal hin kurz. So, aber erstmal müssen wir den Gaia-Schimmel kaputt machen. Machen wir das mal. Feuerpeitsche haben wir schon lange nicht mehr. Gut, von Fina haben wir sowieso jetzt mehrere Partner lang nichts mehr gesehen. Weil die halt einfach nicht in der Gruppe war. Jetzt hat eine mit einem Stärkepunkt überlebt. Ey, are you serious? Genau, was für ein Finisher. What a finish. So. So, was ist denn das hier für eine Scheiße? Schützt vor Statuseinschränkungen. Komm, das brauchen wir nicht. Wird weggelegt. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwie, da hinten wird es wahrscheinlich noch irgendwas geben. Da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich hoffe, da gibt es auch was. Nicht, dass wir da jetzt für umsonst hinlaufen. Das wäre sehr ärgerlich. Komm, machen wir mal. Nee, Heuler ist zu schwach. Komm, machen wir mal eine Feuersäule mit Fina. Ja, das ist ziemlich langer Dungeon jetzt hier, bis wir dann ja sozusagen zum Ende des Spiels kommen. Zum ja, Innersten von Gaia sozusagen. Und deswegen werde ich jetzt hier gucken, dass ich die Kämpfe nicht allzu sehr in die Länge ziehe. Wir können fast alles. Ich denke mal, Liette wird jetzt auch noch das hier Gefängnis lernen. Ich glaube, sie ist jetzt 22 mit Wasser und also dürfte sie jetzt eigentlich demnächst lernen. So, Erde Stufe höher. Ah, das wollte ich nicht. Das Geld haben und nicht irgendeinen anderen Scheiß. Gut, so, jetzt müssen wir hier durch. Da sind jetzt nochmal Gegner, gegen die wir kämpfen müssen. Hatte ich jetzt ein bisschen Glück, dass es kein Hinterhalt war, weil ich ein bisschen schräg gelaufen bin. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einen neuen Teufelsball und das war's dann. Das habe ich noch nicht allzu häufig gemacht. Das merkt man daran, dass Rap noch ewig braucht, bis er die Aktion mal durchführt. WTF.
So, hier kann man auf jeden Fall nochmal gut trainieren, während ich mir mal kurz hier die Cola aufmache. Oh, da haben sie welche versteckt. Was ist das denn für eine Frechheit? Ja, ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich da jetzt hier nicht alles abgrase, aber darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Vor allem dieser Schleim da hinten, der kommt, der tut sich da ewig und 3 Tage, also der hört nicht auf zu spawnen, also keine Ahnung, diese Rätsel raff ich nicht, was man da machen muss, da habe ich echt keinen Bock jetzt drauf, um ehrlich zu sein. So, Rap macht auch mal Feuersäule, komm. Ja, ich denke mal, 2 Parts werden es wahrscheinlich heute noch werden. Ich hoffe mal, in 2 Parts werden wir das alles hinkriegen. Allzu weit ist es jetzt nicht mehr. So, Jete kann die beiden Schleimfritzen kaputt hauen und Justin nimmt die Bäume da. Gut, da ist der Endgegner, das heißt, ich gehe jetzt mal kurz zum Speicherpunkt zurück und heile mich da. Wenn ich ihn denn finden sollte, den Speicherpunkt, da ist er. So, irgendjemand hatte nämlich Schaden genommen, wer war denn das? Rap war das? $22,99, okay, also bei der nächsten Heilung, achso, ich sollte mich auch hier heilen. Bei der nächsten Heilung lernt Jete dann die letzte Aktion, die ich jetzt hier in diesem Let's Play lernen werde. Oder lernen möchte, besser gesagt. Ja, was haben wir denn da? Da haben wir wieder so einen Baum wie den Trend. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Auf jeden Fall ist das auch ein Endgegner. Hier gibt es auch so zwischendurch in dem Dungeon immer mal wieder Endgegner. Werden noch auf einen weiteren treffen. So viel verrate ich schon mal. Oh, Gaia-Trend. Jawohl. Okay, 4500 hat der. Ich würde sagen, wir legen mal los. Mit einem roten Schreck. Ja, das war schon nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Genau, 100 Millionen Grad, nimm das. So. Okay, also mit Zaubern kann man denen nicht so gut beikommen, aber ich mache jetzt trotzdem mal die Endkämpfe ziehe ich jetzt trotzdem mal ein bisschen in die Länge, dass wir noch ein bisschen skillen. Bin ich mal gespannt, wie stark wir am Ende sind. W-Schlag, komm hier. Also dieser Geier-Trend sieht echt nicht besonders hübsch aus, das muss ich jetzt echt mal festhalten. Du Scheiße, guckt euch mal an, wie schnell Fina auf der IP-Leiste ist. Das ist ja Wahnsinn. Die hängt die anderen ja 10-mal ab, obwohl sie jetzt hier mehrere Parts lang sozusagen gar nicht am Start war. So, Jete, mach mal bitte Drachensepp und Rap macht Sepp alle. Bin mal gespannt, ob der Gaia-Trend jetzt überhaupt einmal zum Zug kommt. Sieht ja momentan nicht so aus, obwohl jetzt ist er ziemlich nah an der Aktion dran.
Okay, das hat ihn jetzt stark zurückgeworfen. Das hat ihm nicht geschmeckt. Das kann man eindeutig sagen. So, mal gucken, ob wir ihn noch weiter zurückwerfen können mit noch einem Drachensepp. So, Fina, mach mal bitte eine Feuerpeitsche. Und Rap macht. Komm, Rap macht mal Hornado. Ich glaube, der kann auch sowas wie Sprühstrahl oder sowas. Das wäre dann ja ganz praktisch, wenn es dann nicht alle erwischt. Liete, komm, Liete macht jetzt, lernt das jetzt mal. Indem sie Diamantenstaub macht. Lieta hat Gefängnis gelernt, jawohl. Finde ich immer so lustig, dass die Endgegner stehen bleiben und nur die eigenen Leute durch die Luft fliegen. So, komm, Justin macht auch mal Hornado. Dass wir noch ein bisschen mehr hier verteilt werden. Okay. Rap und Liete stehen praktisch aufeinander. Der Rest hat sich aber gut verteilt, würde ich mal behaupten wollen. Komm, Beben machen wir mal. Beben, beben, beben. So. Fina ist schon wieder dran. Wieso ist denn die so schnell, sag mal? Hat die irgendwas genommen oder was? Das ist ja Wahnsinn. Ding ist, macht mal Bumpau. So, okay, ja, aber jetzt wird es ihn dann wahrscheinlich bald nicht mehr geben, schätze ich mal. Liete macht nochmal, nee, nicht auf den, sondern bitte auf den Gaia-Trend. Roter Schreck, den Arm, den wird jetzt Justin höchstwahrscheinlich killen mit Babum. Babum, reife Frauen ab 50. Nee, das war bei Bubble Blue. Ach ja, ich weiß auch nicht, wieso ich bei dem Zauber immer an diese Sexwerbung von früher denken muss. Oder kennt ihr noch Omi macht's dir? Gab's auch, aber diese Sexwerbung. Unfassbar. Na gut, ja, lassen wir diesen Blödsinn mal. Blume hat noch 973 Trefferpunkte. WTF? Ach ja. Also ich hoffe echt, dass die Bundesliga im Mai wieder startet, ey. Wenn dann Mitte Mai Big Brother vorbei ist, dann weiß ich mir ja gar nicht mehr, wie man sich die Zeit vertreiben soll. Ich denke mal, bis das jetzt hier mit den Jobs von der Zeitung wieder richtig losgeht, das wird wahrscheinlich vor Juni, Juli auch nicht sein. Okay, Justin kann mal gucken, ob er das Ding da töten kann. Oh.
Das hat sogar funktioniert, sehr schön. Ja, ich gucke momentan so gerne Big Brother. Das ist momentan finde ich echt gut. Am Anfang war es echt langweilig, aber gut. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Wie gesagt, ich werde dann ein ausführlicheres Video nächste Woche irgendwann mal machen. Oder vielleicht auch übernächste Woche müssen wir mal gucken, weil eigentlich ja, wäre es vielleicht klüger, wenn ich erstmal Panzergeneralkampagne aufnehme. Würde ja auch reichen, wenn ich das Video zum Ende hin mache. Schauen wir mal. Rap scheint, oder ist das Liete? Das kommt man jetzt nicht so sehen, aber ich glaube, Liete ist es. Die hat irgendwas, was irgendwas an, was ihre Trefferpunkte heilt. So. Den Kampf haben wir jetzt erfolgreich in die Länge gezogen und ja, eigentlich ohne Schaden zu nehmen. Oder? Der kam noch kein einziges Mal dran, soweit ich weiß. So, wieder eine Stufe höher für die gute Diete. Ich gehe jetzt mal kurz zum Speicherpunkt zurück und jetzt werde ich aber erstmal etwas anderes machen. Und zwar, was hat denn. Die hat Schall. Ach, deswegen ist sie so mega schnell. Ja, okay. Okay, das ist dann 70 Bewegung. Das ist dann doch auf der IP-Leiste. Ich dachte immer, das wäre das andere. Naja. Wunder, so dann lasse ich jetzt Fina einmal heilen kommen, dann kriegt sie noch ein paar Wasserstufen hinterher. Wird sie jetzt nicht mehr lernen, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, das ihr jetzt noch beizubringen. Man könnte es sicherlich noch irgendwie hinkriegen. Man kann es, glaube ich, auch noch zurückgehen. Wenn man jetzt hier durchgeht, dann könnte man jetzt zum Beispiel Ikarien nochmal machen. Der Rest der Karte ist dann aber ausgegraut, aber zumindest Ikarien könnte man nochmal machen, aber ja. Das wird jetzt sowieso eine etwas längere Aufnahmesession und deswegen habe ich da jetzt nicht so das Bedürfnis danach. So, hier ist übrigens ein sehr, sehr nützlicher Gegenstand. Wir werden jetzt mal ein paar Inventarsachen weglegen, die wir nicht gebrauchen können. So, Diskus brauchen wir nicht, Allheilmittel brauchen wir auch nicht, Geweihhelm brauchen wir nicht, Blutmesser brauchen wir. Eigentlich auch nicht. Lebenstrank, komm, da haben wir genug mit. Flügelstiefel brauchen wir nicht. Zauberhandschuh brauchen wir nicht. Abwehramulett brauchen wir nicht. Baumamulett brauchen wir nicht. So, Papistiara brauchen wir nicht. Löwestiefel. Teufelsrobe. Da können wir nochmal gucken. Das Zerstörungsmesser hauen wir jetzt auch mal weg. Können noch mal gucken bei diesem, das wirklich bei allen schlechter ist. Nee, bei Fina ist es zum Beispiel besser. Dann kriegt Fina das jetzt mal. So, ja, was wir da gerade gekriegt haben, kann ich ja vielleicht euch noch mal kurz zeigen. Das ist nämlich eine sehr, sehr mächtige Sache. Halt 99 Zauberpunkte der Gruppe alle Stufen. Das heißt, da sind die Zauber praktisch gleich wieder voll aufgeladen. So, hier ist wieder ein Speicherpunkt. Das ist ganz nett. Obwohl ich jetzt nicht speichere, damit das jetzt nicht hier so ausartet mit der Länge der Parts. So, okay, Justin, dann zeig uns mal eine Schockwelle. Hey. Oh, die leben noch, das finde ich frech.
Gut, dann gucken wir mal, was Fina mit ihrer Feuerpeitsche reißen kann. Okay.96 Waffe, 192 Feuer. What the fuck, ey, sage ich dazu nur. Schulz. So, da hinten ist wieder irgendwas zu sehen. Irgend so ein Samen wahrscheinlich wieder. So, komm, Fina macht Feuersäule. Mal gucken, ob die jetzt weggebrannt werden. Nein, nicht. Gut, dann macht Trap mal Feuerball. So, und Liete und Justin können den Rest erledigen. Ja, macht Justin schon alleine. Umso besser, umso besser. Okay, also Justin wird auf jeden Fall noch ein Level up bekommen. So, gucken wir mal, was das hier ist. Kraftfrucht, die kriegt Diete. So, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt gegen die da oben kämpfen. Hier unten kann ich meinetwegen alle machen, aber die da oben nicht unbedingt. Aber kann sein, dass die irgendwann runterkommen. Ich glaube, da müssen wir jetzt gleich irgendwie irgendwas betätigen, dass da wieder ja, irgendeine Öffnung aufgeht. So, Heulerschlag, komm, Fina. Illusion, das ist eine ziemlich nervige Aktion, die können. Die ist insofern erstens nervig, weil sie meine Leute verwirrt und zweitens, weil die ewig dauert, bis sie also diese. Ja, wie soll ich sagen, das was die halt machen bei dieser Spezialattacke, das dauert halt ewig und das ist halt echt nervig. So. Kommen die auch noch runter? Solche Nervensägen. So, okay, da geht's rein. Gucken wir mal weiter, was hier noch so am Rand zu finden ist. Gut, wenn ich das schon wieder sehe, 28 Minuten, dann muss ich sagen, okay, vielleicht werden es doch drei Parts eher werden. Fina macht mal Diamantenstaub, bitte. Also das halte ich jetzt für ziemlich wahrscheinlich. Oder ich mache die Parts halt ein bisschen länger, muss ich mal schauen. Gut, auf jeden Fall kann Justin jetzt hier schon mal zwei kaputt hauen. Den Rest macht dann Niete. Und vielleicht auch Rap. Naja, beide zusammen. Genau, Comeback Reinforcement. Ganz meine Meinung. So, 99,52, 9. 99, 85, 41, 92, 44. Okay, Rap, der hat am wenigsten Zauberpunkte. Aber gut, der braucht das jetzt auch nicht unbedingt. So, das müsste der Diskus nochmal sein. Gegenstand weglegen. Da hatten wir ja in der letzten Folge einen besseren Schuriken gekriegt. Da hinten ist ein
Trank. Ich glaube, das ist nochmal Geistertrank. Könnte zumindest sein. So, okay. So. Okay. So, was ist das hier? Blauer Trank, das ist aber auch nicht schlecht. Nehmen wir mal mit. So, und ich würde sagen, das sind dann die letzten Gegner, die wir jetzt noch hier in diesem Dungeon machen. Und dann gehen wir schnell flugs weiter in den nächsten Dungeon, damit das nicht allzu sehr zeitlich ausufert hier. So, jawohl. Ich muss aber ehrlich sagen, mir wäre ein goldener Trank lieber gewesen als ein Dinges. So, ich guck noch mal kurz, was wir hier so haben. Das sind die, die runtergekommen sind. Ach komm, die nehmen wir noch mit und dann gehen wir da rein. Die haben sich ja ganz geil hingestellt. WTF, ey. Komm, Fina macht mal Weben auf den da hinten. So, und Justin macht mal Himmel und Erde und beendet dann das ganze Spiel. Ich mache jetzt auch nur Sachen, die jetzt auf, ja, also die gegen mehrere gehen. So Reichweiten-Aktionen oder halt Aktionen gegen alle. Damit das jetzt nicht zu lange dauert. So. Oh. Entschuldigung, ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht gehört, dass ich gepupst habe. Aber manchmal hat man halt so seine Bedürfnisse, ne? Was haben wir denn hier? Okay, jawohl. So, jetzt weiß ich nicht, was, wo ich lang. Okay, hier kann ich, das kann ich mitnehmen, das Geld. So, das sind hier, glaube ich, so zweier Hiopios. Ich guck mal, ob ich die einfach kaputt hauen kann. Das wäre mir ganz lieb, ehrlich gesagt. Gaia-Alien heißen die. Gut, ja, die scheinen gegen Waffen gut gepanzert zu sein. Aber Justin kriegt einen alleine kaputt und die anderen drei zusammen schaffen auch, schaffen den zweiten. Gut, Rap wird sich jetzt natürlich, weil er auch dieses Item hat, erfahrungstechnisch von den anderen absetzen. So. Das sind jetzt hier aber vier Gegner. Die Gaia-Schnecke und die Shaya-Gnecke. So. Dann gehen wir mal hier auf die Gaia-Schnecke mit Sepp drauf.
Und Liete, macht mal bitte Bumm. Genau, Explosive Power come here. So, den Rest hauen wir einfach kaputt. Okay. So, jetzt hier in diesem Teil von Gaia, da müssen wir, ich zeige euch das gleich mal, da gibt es diese Kugeln, wenn wir da reingehen, dann drehen sich die Wege immer und das müssen wir jetzt halt irgendwie ein paar Mal machen, dass wir so, dass wir zum Ausgang kommen. Jetzt geht es erstmal hier lang. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier, weil da hinten war ja noch eine Truhe. Ich glaube, da war irgendwas Sinnfreies drin, aber trotzdem. Oh, das sind erstmal Gegner. So, der Gaia-Krebs. Ich hoffe, der ist nicht wieder gegen zig Sachen da immun. Das sind diese Krebse ja gerne. Der Gaia-Krebs und der Kraja-Gebs. So. Red, mach mal bitte einen Seitenwurf. Komm. Und dann ist hier nämlich auch Feierabend im Karton. So, und das Gute ist, dass Rap jetzt 173 Spezialpunkte hat hier für seine Spezialfähigkeiten. Okay, da kommen jetzt leider wieder irgendwelche Viecher raus. Oh, das sind 5, das ist gut. Dann lohnt es sich wenigstens. Dann lohnt es sich wenigstens jetzt mal Bumm zu machen. Am besten auf den Krebs. Ach nee, die, ach, ich bin blöd, das waren ja nicht die Krebse, das waren diese Einsiedler, die die wir auch in den Bahnruinen, da gab es ja auch so, die waren dann auch gegen manche Waffen dann ziemlich immun, aber hier beim mysteriösen Lichtberg hatten wir die ja gesehen gehabt. So, Liete, mach mal bitte Sepp alle. Ja, diese Krebse, die gab es ja hier zum Beispiel in der Wildnis der Savanne oder in der Silwüste, die waren ja nur gegen Fische, gegen Fische, wieso komme ich jetzt auf Fische? Gegen Feuer waren die ja nur ziemlich resistent. So, okay, also wenn das so weitergeht, dann kriegt Justin noch 2 Level-Ups. Geisterrüstung, nee, das ist nicht, nicht, was ich gesagt habe, dass das Schrott ist, das ist was Gutes, was da drin ist. Okay, kann auch nur Justin tragen. Damit er noch mehr OP wird, als er schon ist. So, dann gehen wir mal wieder zurück, bitte. Und bevor ich irgendwas sehen konnte, was da hinten ist, bin ich schon auf Gegner. Ja, aber, doch. Achso, Gaia, die Krebseisen. Ah ja, okay. Dann habe ich wieder Blödsinn erzählt. Okay. Machen wir mal Feuersäule. Ja, Justin, das ist ein Autorennspiel, Burnout. Würdest du jetzt gerne mal zocken, ne? Ist wahrscheinlich angenehmer, als gegen die Viecher da zu kämpfen. Vor allen Dingen, wenn die an jeder Ecke stehen. So, Liete, macht mal bitte Heulerschlag.
Und Rap macht neu Teufelsball, bitte. Okay, das war's dann. Hundertsechzig. Das ist so ein Wahnsinn, ey. Aber das Gute ist, er kriegt dann jedes Mal SP dazu, was ja sehr, sehr praktisch ist. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir jetzt lang? Ist das der richtige Weg? Das sollte ich jetzt vielleicht als allererstes mal ausprobieren. Das sieht aus wie der richtige Weg. Das ist natürlich jetzt problematisch. So, Liete macht mal bitte Diamantenstaub. In der Hoffnung, dass das reicht, um die zu töten. Das Nervige bei Diamantenstaub ist halt nur, dass die Animation immer relativ lange ist. Okay, aber es hat gereicht. Ja, ich könnte natürlich auch wieder wie gestern den Computer spielen lassen, aber da sage ich mir halt auch, ja, wozu? So, hier sind irgendwelche Fliegen. Machen wir mal Sepp alle. Ich hoffe, die sind nicht wie diese Fliegen da beim ach hier oder der wo hier der Gott des Lichts war, Lichtberg, genau, die gegen Zauber immun sind, aber zum Glück nicht. Ja, das wäre auch ein bisschen nervig, wenn man solche Gegner jetzt hier auch noch hätte. Aber da kommen nachher noch hübsche Gegner, so viel verrate ich schon mal. You get on my nerves. Ist auch noch Hinterhalt. Seidenorb. Oh oh. Technik aus. Gut, Technik wollte ich jetzt sowieso nicht unbedingt machen mit den Leuten. Jete macht mal schnell einen Drachensepp. Oder ist Rap mit einem eine Feuersäule zuerst dran. Okay, Liete ist die einzige, die nichts abgekriegt hat. Das ist auch gut, dass sie jetzt gleich noch dran ist und nicht abgebrochen wurde. Weil das könnte jetzt echt sein, dass die sich tothauen, so stark wie die alle sind. Vor allen Dingen Justin würde auf jeden Fall ja, alle anderen töten können mit zwei Schlägen. Ja, jetzt muss ich leider erstmal, am besten mache ich das mit Fina. Die kann doch hier was, was die Technik heilt. Erfrischen. Gut, ja, und normal heilen kann sie dann jetzt auch demnächst. Ich würde gerne das haben, was in der Truhe ist, deswegen gehe ich jetzt nochmal schnell zurück. So, zack. Okay. Gut, ja, ich hoffe, da ist jetzt auch was Vernünftiges drin und nicht irgend so ein Rotz, aber zumindest die Geisterrüstung, das hat sich ja schon mal voll gelohnt, da nochmal zurückzugehen.
Wow. Joa. Geister, 20 Verteidigung, 2 gegen alle Zauber. Na gut. Ist jetzt nicht schlecht, aber solche Sachen als Amulett, die tue ich ja nicht ausrüsten. Eher so Sachen, die spezielle Sachen können. Die sind mir wesentlich lieber. Sowas wie halt Justins Dinges oder halt schnelleres Zaubern. Aber dieser Schallgürtel, muss ich sagen, der ist echt auch nicht schlecht. Also Respekt, Buyaka. So, und ich glaube, jetzt müssten wir dann gleich, jetzt müsste gleich der nächste Endgegner kommen. Das wäre dann jetzt ein guter Zeitpunkt, gleich einen Cut zu machen, vielleicht. Wenn das wirklich so sein sollte, dass da der Endgegner kommt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. So, Justin, macht mal einen Heulschlag, bitte. Wieso sind denn jetzt wieder voll aufgeladen? What? Was ist das denn für ein komisches Zeugs? Ach komm, Rap macht mal Diamantenstaub. Liegt das an dem Erfrischen? Dass das auch gleichzeitig die Zauberpunkte auflädt? Das wäre ja ultimativ geil. Muss mal gucken, ob die Dinges auch geheilt sind. Das wäre ultimativ, das ist mir ja noch nie aufgefallen. Das muss ich gleich mal überprüfen, ob das wirklich so ist, dass es die Zauberpunkte heilt und ob es auch die Trefferpunkte, die SP-Punkte heilt. Also das ist mir jetzt, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass mir das im Dungeon mal passiert ist. Das war jetzt natürlich auch dumm, da hatte ich nicht drauf geachtet, dass ich hier von diesen Viechern da irgendwie hier. Ey, okay. Ich verstehe es nicht so ganz. Nee, okay, es ist nicht geheilt. Alles sehr, sehr komisch, sehr, sehr strange. Gut, wir gehen jetzt einfach mal hier durch.